Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Ghost of a Tale. Die letzte Episode war synchron. Mal sehen, wie lange es so bleibt. Ich werde vorher nicht hier irgendwie... ja, also ich glaube nicht dran, dass die Folge jetzt auch synchron ist. Aber wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber die letzte Folge war synchron und das freut mich. Okay. Hallo, junger Mann. Bella La, ich möchte mit dir spielen. Tag, mein Freund. Wie wär's mit einer Runde die wilde 7? Na dann, spielen wir die wilde 7. Es gelten Wetteinsätze zwischen 2 und 5 Florin. Und du brauchst mindestens 5 Florin, um zu spielen. Bist du dabei? Sollen wir das Spiel dieses Mal ein bisschen spannender machen? An was hast du denn gedacht? Wenn ich gewinne, bekomme ich den Silberring, den du da trägst. In Ordnung. Und wenn das Haus gewinnt, bekomme ich deine Laute. Oh, wow. Wir werden verlieren. Sag etwas an, mein Freund. Hoch, niedrig oder 7? Theoretisch hoch. Mein Bauchgefühl sagt mir niedrig. Bist du sicher? Ja. Na dann, würfe einen Würfel. Eine 3. Würfel den zweiten. Eins, es ist 5. Zweimal gewürfelt. Und das Ergebnis ist 5. Das ist niedrig! Du hast gewonnen! Ja! Gerade schalte ich kurz an, nimmt den Silberring und schiebt ihn dir über den Tisch zu. Vielleicht gibst du mir die Gelegenheit, ihn später wieder zurückzugewinnen, Recke. Ich glaube, das haben die so gemacht, dass man, egal was man immer gewinnt, definitiv. Aber ich fühle mich gut. Kehre mit dem Silberring zu Silas zurück. Kann ich vielleicht so noch... Nee, so konnte ich mit dem nicht reden, ne? Okay. Wir hatten in den Katakomben noch 2, mit denen wir reden können. Beim Hafentor haben wir noch einen stehen, mit dem wir reden können. Also hier komme ich jetzt nicht hoch. Warte. Ich musste jetzt hier lang. Mit dem haben wir geredet, mit dem haben wir auch geredet. Ich quatsche jetzt den am Haupttor nochmal zu. Ach, und dann hätten wir ja aber eigentlich hier lang gemusst, wegen dem Dings. Warte, hier war er. Rede mit mir. Tag, Recke. Okay, der will nicht reden. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich wollte ja zum Silas hoch und dort oben waren ja die Bienenstöcke schon. Und dann ziehe ich mich erstmal gleich wieder um. So, war das hier? Ja, und das war hier. So, dann sind wir nämlich schon bei den Bienenstöcken. Okay, dann ziehen wir jetzt nochmal andere Klamottis an. Den Hut. Das Ding. Guckt mal, wir haben übrigens ein Schnauzbärtchen vom Frosch bekommen. Sehen wir nicht süß aus? So niedlich. Ich habe vergessen, meine Freundesliste auszumachen. Ich hoffe, wir, naja, der Danny Speaker Player an uns Battleground. PUBG. Kann ich mich nicht... Nee, mag ich nicht das Spiel. Mag ich nicht. Nee. Warte. Ditte. Und die Schuhe ziehen wir. Ist ja im Endeffekt völlig wurscht. Oh ja, jetzt zum Silas. Manchmal vergesse ich, meine Freundschaftsliste in Steam auszumachen. Ich mag das immer nicht, wenn unten die Einblendungen sind, mit denen wer gerade was spielt und fast immer doch Nachrichten kriegst. Aber manchmal vergesse ich es auch. Dann ist das eben so. So, Silas, mein Freund, wir haben einen Silberring. Ich hoffe, du hast mal Nachrichten vom Brummer. Guten Tag. Tilo, du bist zurück. Und ich habe den Silberring von den Mäusen. Und ich habe Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Ein Gefangenentransport soll auf dem Weg nach Juva hier halb machen. Und Mera ist dabei. Oh mein Gott. Bist du sicher? Ja, das bin ich mir ganz sicher. Der Name steht auf der Passagierliste des Schiffs. Sie sollte schon bald im Hafen anlegen. Der Hafen, wie komme ich dorthin? Du kannst mit dem Aufzug ganz nach unten fahren oder dem Pfad vom Wartturm folgen. Lass dich nicht unterkriegen, Maus. Silas, danke für alles, was du für mich getan hast. Ich bin froh, dass ich wenigstens etwas wiedergutmachen konnte. Jetzt geh, du weißt, wo du mich findest, falls du mich nochmal brauchst. Warte, der Silberring. Du nickst, ziehst den Silberring aus deinem Beutel und wirfst ihn Silas zu. Du wirfst wie eine Maus. Deine Gesundheit und Ausdauer haben sich verbessert. Stufenaufstieg. Tilo, was machst du denn? Mera wartet auf dich.
Ich habe die Leiche einer Maus beim Schatz gefunden. Kanto, der Steinmetz. Ich wusste nicht. Ich schwöre. Ich nahm an, er hätte sich in den Katakomben verlaufen oder die Flucht ergriffen. Flucht? Ja, mit dem Schatz. Das scheint ihr Mäuse so an euch zu haben. Es betrübt mich, dass er es nicht geschafft hat. Aber er wusste, welches Risiko er eingeht. Hast du viele Mäuse auf dem Gewissen? Ja. Mindestens eine zu viel. Was meinst du damit? Das erzähle ich dir ein andermal. Vielleicht. Verzeih mich, ich muss gehen. Lass dich nicht unterkriegen, Maus. Auch der Silas ist in Ordnung. Ich mag den Silas. Ich hab den voll gern. So, jetzt heißt es, wir müssen jetzt zum Hafen zurück. Wir gucken jetzt erst nochmal auf die Mission. Begib dich zu den Gefangenen und finde Mera. Das ist die Wiedervereinigung. Ein Gefangenes sollte im Hafen anlegen. Mera ist an Bord. Ein niederträchtiger Pirat, Ruhm des roten Waldläufers. Entdecke die wahre Identität des Meisters. Finde die vermissten Wachen. Unterhalte dich mit Faustus. Wir gehen jetzt nochmal zu Le Faustus. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich beim Wartturm, da will ich eigentlich nicht hin. Nee, warte. Nee, warte. Faustus war... Wir können den hier umlaufen. Das ist so schwer. Diese Burg ist so krass einfach. Hier leckt es schon wieder. Warte. Da ging es hoch zur Küche. Wir müssen hier lang. Warte mal, ich lasse mich jetzt gleich mal hier runterplumpsen. Und dann müssen wir eh hier lang. So. Ich weiß nicht, ob es einen kürzeren Weg ins Verlies gab, als den ich jetzt hier jedes Mal laufe. Aber wir nehmen immer den Öltopf mit. Dann machen wir unsere Öllampe immer voll. Das ist auch immer gutes Timing. Wir speichern gleich mal. Komm, macht Schfutt. So. Die Ohren, die wackeln, das ist so geil. Wie kleiner Dumbo. So, da ist ein Lämple. Habe ich mir jetzt habe ich mir den Weg nicht gemerkt. Ich habe mir den scheiß Weg nicht gemerkt. Warte mal, hier müssen wir lang auf jeden Fall. Dann war es doch hier hoch, ne? War das hier hoch oder bin ich vor uns schon hier falsch gelaufen? Nein, ich glaube, das war falsch. Das war falsch. Wir mussten hier runter, hier rüber. Dann darüber, weil da runter mussten wir nicht. Entschuldigung. War das hier jetzt? Ja. Also oben raus, dann rechts. So, Faustus. Nun, was hast du von der Welt außerhalb dieser Mauern zu berichten? Seht nur, was ihr angerichtet habt. Ich verstehe nicht. Meine Ohren sind riesig. Ah, deswegen! Weißt du, die Wüstenspringmäuse in der Wüste Poreidan finden große Ohren äußerst begehrenswert. Mach das rückgängig sofort. Also gut. Der Apotheker murmelt vor sich hin und kramt in Flaschen und Tontöpfen, die hier über den Tisch verstreut sind. Mit einer raschen Geste schnappt er sich ein Gefäß mit Salbe und trägt eine großzügige Menge auf deine Ohren auf.
Bitte sehr, hiermit verleihe ich dir die Mittelmäßigkeit, nach der du so lechzt. Stimmt, deswegen haben meine Ohren so gewackelt. Ich sag gerade noch Dumbo. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass die größer waren. Herr, ich habe gehört, der Kommandant hat Schwanzflechte. Ach ja, und was hat das mit mir zu tun? Ich dachte, ihr könntet diese Gelegenheit nutzen und eure Heilmittel perfektionieren. Ugh, nun gut. Der Apotheker nimmt eine kleine Dose aus dem Schrank und reicht sie dir. Gib dies dem Kommandanten, es muss zweimal täglich aufgetragen werden. Sag Bescheid, falls ihr irgendwelche Nebeneffekte auftreten. Okay. Und jetzt mussten wir hier lang. Ich hoffe, euch ist das hier nicht zu dunkel. Jetzt bin ich ja hier gelandet. Nee, das war... Bin ich hier richtig jetzt? Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Hier bin ich hergekommen vor uns. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe jetzt mal links rum. Von hier sind wir doch gar nicht gekommen, oder? Ach doch, guck mal. Wir sind schon wieder draußen. Alles klar. Okay. So, hier erstmal rein und nochmal speichern. Und nochmal husten. Und nochmal warten, dass der Typ hier vorbeiläuft. Genau, kratze ich nochmal, aber dann könntest du auch bitte mal weitergehen. Vielen Dank, sehr freundlich. So. Dann machen wir nochmal das. Ist immer nicht viel, was wir verbrauchen. Aber was man hat, hat man... Schönes Timing und dann können wir jetzt, nee, hier lang nicht, dann können wir jetzt nämlich hier wieder raus. So, wir gehen jetzt nochmal, es ist jetzt, wir ziehen jetzt nochmal, ich will nochmal gucken, ob der Typ jetzt da ist, damit der Kommandant, damit ich ihm die Salbe gleich geben kann und dann würde ich gern in den Hafen gehen. Ich habe aber leider immer noch nicht rausgefunden mit dem Typendingens. Mit dem Meistertypen. Ja, ich muss mit dem Kommandanten beeil dich. Er macht gleich sein Nickerchen. Okay, danke. Gott sei Dank ist der noch da. So, gucke mal lieber. Ja, von und zu. Recke, was kann ich für dich tun? Hier, Herr Kommandant, ich habe Salbe für Ihre Beschwerden. Wunderbar, gib her. Oh, danke, Recke, du hast das Herz am rechten Fleck. Nun, bring das in die Schmiede. Der Kommandant schreibt ein weiteres Mal Einweisung für den Schmied auf ein Blatt Papier. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Okay. Okay, 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 okay. Ich glaube, wir können dieses Ding dann verbrennen, wenn er mal irgendwann irgendwie weg ist. Schmiede, aber es wird doch dunkel. Der Typ ist doch jetzt gar nicht mehr arbeiten, oder? Doch, er ist noch da, so wie es aussieht. Oder es ist einfach nur schlechtes Wetter, weil es sieht gerade noch hell aus. Kann auch sein. So, komm her, Rollo.
Hallo. Hier, bist der roten Pfoten beigetreten, wie ich sehe. Ja, ja. Kann ich mit irgendwas weiterhelfen? Schmied, ich habe Anweisungen für dich vom Kommandanten. Tatsächlich. Er sagte, du wüsstest schon, was damit zu tun ist. Ich würde ihm gerne mal sagen, was er damit tun kann. Der Schmied nimmt die Papiere, bricht das Siegel und liest. Na schön, also ich kann entweder deine Rüstung verbessern oder dir alles über die Spinnenfallen beibringen. Kannst du es dir aussuchen? Wieso denn die Spinnenfallen? Ich will die Rüstung eigentlich verbessert haben. Lass mich nachdenken. Ich kann dir einen neuen Brustpanzer machen, den Helm etwas leichter. Dann kannst du dich viel freier bewegen. Vielleicht kannst du sogar rennen, ohne aus der Puste zu geraten. Das wird aber mindestens 8 Stunden dauern. Ich brauche deine Rüstung noch einmal. Gut, hier ist die Rüstung. Du nimmst deine Rüstung an und reichst sie dem Schmied. 8 Stunden, verstanden? Warte, bis der Schmied fertig ist. Das meldet es mir ja auch, glaube ich. Warte. Ditte, ditte. Und ditte. Ach so, ich kann mich nicht umziehen, weil der Typ da am Weg steht. Stelle ich mich eben hier hin. Hallo. So, Kopfhammer, das nehmen wir fürs Gesicht. Das war ditte und die Schuhe. Nehmen wir hier. So. Was haben wir jetzt noch für Missionen? Am Hafen ohne Rüstung? Was haben wir denn noch? Entdeckt die Varietät des Meisters. Finde die vermissten Wachen. Sollen wir mal probieren? Ah nee, im Hafen komme ich auch gar nicht vorbei, wegen dem Typ, der da steht. Also im Hafen kommt... Doch, ich könnte über den Wartturm in den Hafen. Aber will ich mich auf diesen weiten Weg jetzt machen oder will ich lieber warten? Wie spät ist es denn jetzt? Es ist jetzt 6.55 Uhr abends. 45, Entschuldigung. So, und der hört doch aber garantiert jetzt auch auf, oder? Der arbeitet doch die Nacht nicht durch. Schlückchen trinken. Und nochmal speichern, wenn der Typ hier weg ist. Lohnt es sich nochmal zu Fatal und Gusto zu gehen? Ich mache jetzt mal das Licht an, weil ich habe keine Ahnung, ob ihr hier überhaupt was seht. Nein, wo gehst du denn hin, du Idiot? Oh mein Gott. Hey, wer ist da? Wie läuft's so? Hat sich nicht viel verändert, seitdem du mich das letzte Mal gefragt hast. Nein, aber ich würde gern. Warum erzählst du mir nicht eine Geschichte? Ich sollte jetzt gehen. Gute Nacht. Ich gehe jetzt. Ich erzähle jetzt keine Geschichte. Was ist denn mit der Laterne los? Was ist denn mit der Laterne kaputt? Ich habe einen Bug gefunden. Ach, Leute. Ist es jetzt sinnvoll? Ist die wieder ganz die Laterne? Ja. Siehst du, der ist nämlich jetzt weg. So, ist es jetzt sinnvoll, hier irgendwo hinzugehen, oder? Wir könnten nochmal... Weißt du was? Wir könnten nochmal hier runter... Aber wir haben die Rüstung nicht. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir nochmal für Missionen? Begib dich zu den Gefangenen für eine Mera. Wir müssen warten, bis die Rüstung fertig ist. Niederträchtiger Pirat, Waldläufer, Diebeslist. Trifft den Schmied auf den Klippen. Identifiziere die 5 Schmugglerwachen auf Befehl des Kommandanten. Der Schmied wies dich an, ihn am Strand zu treffen.
Am Strand. Warte mal, an den Strand können wir gehen. Der Schmied ist ja jetzt auch weg. Warte, Strand, Strand, Strand. Strand. Der Strand ist beim Nordturm. Das können wir machen, das können wir machen. Warte, ihr habt es gerade wieder geleckt. Wir müssen hier lang. Hier lang. Nee, hier hoch müssen wir nicht. Wir müssen hier lang. Nee, müssen wir nicht. Ich bin gerade blind. Der rennt schon wieder einen übelsten Umweg, aber es ist mir jetzt gerade egal. Komm, lauf, Mäuserich, lauf. Nehm mal mit. Das sind übrigens die Pilze, die ich vermisst habe vorhin, die ich noch gesucht habe in der letzten Folge vorher, offscreen. Die kommen, glaube ich, nur bei Nacht. So. Und hier ging es doch auch irgendwo zum Strand, oder? Wir hatten doch hier irgendwo ein Wegelchen gefunden. Irgendwo hatten wir hier ein Wegelchen gefunden. Hier. Ging es hier zum Strand? Hallo. Hier leckt's auch, okay. War hier der Strand? Ich glaube ja. Oder geht's hier wieder zum Hafen? Nee, zum Hafen will ich nicht. Ich will zum Strand. Wie sind wir denn zum Strand gekommen? Da war doch noch irgendwo ein Weg. Ach, ist das blöd jetzt. Ich war an dem Strand schon, das weiß ich schon, aber ich weiß nicht mehr, wo ich lang gehen musste. Das war von hier aus. Oder? Weil hier konnte ich auch nicht runter, das ging auch nicht. Hier stürzt sich ab. Wobei man hier noch runter konnte. Ich mach das jetzt einfach mal. Nee, schafft man nämlich nicht. Wie kommt man denn zum Strand? Ach Mann, ist das blöd jetzt. Es ist halt auf den Karten halt doch blöderweise nicht eingezeichnet, wo der Strand ist, ne? Wo
Und das ist jetzt auch jedes Mal total bescheuert, dass ich diesen elendweiten Weg laufe. Entschuldigung. Oh, verschluck mich heute ständig. Aber gleich wieder Aufnahmepause. Weil wir ja schon wieder bei fast einer halben Stunde sind. Mein Magen knurrt nämlich auch. Ich habe sehr Hunger. Ich werde mir dann gleich mal was zum Mittag machen. Von hier aus ging es nicht zum Strand, oder? Ich bin doch aber hier bei dem Wartturm gewesen, im Nordhang, und bin von da aus dann irgendwie zum Strand gekommen. Oh, was war das? Ein Bienennest. Wieso können wir denn die ganzen Bienennester mitnehmen? Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Ich glaube, für euch ist das immer zu dunkel. Also zumindest, wenn ich das hier bei mir nebenan im OBS sehe. So, der Weg da war es nicht. Hier ist noch ein Weg. Bitte lass das den Weg zum Strand sein, bitte. Hier ist ein Körbchen, mit dem ich runterfahre. Der Strand. Wir haben es gefunden. Ich mache jetzt schnell eine Aufnahme, Pause und dann spiele ich gleich noch eine Folge weiter. Mittag muss warten. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Ich bin immer so stolz auf mich, wenn ich sowas finde. Gott sei Dank. Okay, also bis zur nächsten Folge. Tschüss.